Tatjana, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Atjom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst! Hallo, Alex. Da bist du ja, Sturmbock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Atjom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Artyom. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, das schreit nach einer Zweifel. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz guten der Schwestern Alte. So? Gut, Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Wir kommen wieder. Privet, Artyom. Wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute! Ja! Oh, also ganz offiziell. Ja, also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal nicht wiederholen. Halte durch, Atjom! Wieder nichts? Atjom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Atjom, weil sie tot ist. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Bewegung! Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung, Schatz. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Keine Chance, dass hier oben irgendwas anderes als die Monster lebt. Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil.
Jetzt bist du dran. Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Puh, hast du das gehört? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute vom Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihnen an. Hey, na los, kommt herein. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr dieses Ding da draußen gesehen? Oh Gott, na los, kommt rein! Wir haben zwei weitere Individuen aufgelesen. Eins davon ist die Tochter des Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher! Artyom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben ja eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Artyom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Ihr zwei, raus! Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Keine Masken. Idiot. Er hätte nicht sterben müssen. Lass uns gehen. Wer zum Teufel bist du? Alarm! Du Mistkerl! Alarm! Artyom! Mein Gott! Du lebst! Du lebst! Bist du verletzt? Hunters Abzeichen? Es hat die Kugel abgefangen! Das du Miststück! Keine Bewegung. Achtung, Steuereinheit beschädigt. Idioten, es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht. Ihr Was sind das alles für Geräte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Notabschaltung eingeleitet. Scheiße, das ist gar nicht gut. Hast du das gehört, Artyom? Du hattest die ganze Zeit recht. Verstehst du? Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Oh mein Gott! Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder.
Alarm! Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm. Artyom? Zu euch! Ihr müsst abhauen! Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen? Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Bereit machen, Leute! Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Bewegung! Hierher, schnell! Auf geht's! Unbefugte sind auf. Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermok, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und so Gott will, bringe ich euch hier raus! Die kennen mich, also kann Warum ich ohne hilfst Probleme du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine... Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei vorsichtig. Artyom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Verdammt! Das war heftig. Alles klar? Hey, die Plattform hat einen Anschluss. Es ist schwer, sie zu haben. Aber es fehlt. Noch mehr Wachen, schnapp sie dir! Lass uns das gemeinsam machen. Nur ein bisschen. Ja. Tötet sie! Jetzt die Masken auf! Die Dichtungen könnten beschädigt sein! Wir haben es geschafft! Ja! Wir haben den Zugführer mit zwei Komplizen festgenommen. Ende! Verstanden, Basis! Ende! Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen, erschießen Sie die beiden? Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht! Der Oberst wird Ihnen was husten! Herr Oberst, wir haben hier ein Problem! Papa! Leute! Wir sind's! Helft uns! Anna! Was zum Teufel? Jung! Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt wieder... Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mistkerle haben auf Artyom geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, da sind Menschen! Aus anderen Städten! Tod! Alle Mann die Klappe Frauen, halten! Kinder! Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich! Wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major!
Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis und Störsender zu tun. Also ich werde für sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich hier, dann. Also gut, Spartaner. Werf die da über Bord und dann voll davor. Komm mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat dein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Wie gesagt. Verdammt! Wir haben uns eingeholt! Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Jawohl! Oh mein Gott, Artyom, Gott sei Dank geht es dir gut. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens. Das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Ich will ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört?
Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Wiederaufbau von der Basis des ganz und gar nicht. An alle, die mich Sie hören, sind das Kommando. Bist du sicher? Warte einen Moment, was soll das? Hört mal alle hier. Von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel! Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja! Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, es gibt es doch alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Daniel. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer... ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora! Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jermak, Volldampf voraus! Jawohl! Volldampf voraus! Oh, was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Artyom, gehst du zum Hafen? Ich muss jetzt Aljoscha entlasten, also kann ich nicht mitkommen. Seine Hand bereitet ihm immer noch Probleme. Also, dass Katja Krankenschwester ist, ist einfach perfekt. Das wird es umso leichter machen, Papa zu überzeugen. Ich werde später noch mit ihm darüber reden. Übrigens will er sie nicht wirklich hier zurücklassen, da bin ich mir sicher. Aber er hat sich so in das Szenario mit den Besatzungstruppen hineingesteigert, dass er an nichts anderes denken kann. Also gut, du erledigst jetzt diese Aufgabe für meinen Vater. Sei nur vorsichtig da draußen. Du weißt, dass ich mir Sorgen um dich mache. Artyom, ich hab dich rufen gehört. Es war so schön da.
Aber ich hab dich gehört und konnte dich nicht verlassen. Artyom, halte durch! Wir kommen! Anna, was ist denn los, Anna? Gottverdammt! Gut, dass Artyom mich gefunden hat. Oh, was ist das hier? Siehst du die Fässer? Das sind irgendwelche Chemikalien. Das ist entweder ein Lager oder eine Deponie. Und diese Schalt könnte von den Einheimischen dort aufgehängt worden sein, um die Stelle zu markieren. Na, in Ordnung. Also, Artyom, tragen wir sie jetzt? Auf gar keinen Fall. Ich kann selbst gehen. Ich muss mich nur etwas ausruhen, dann geht es los. Der Alte wird jetzt vermutlich völlig am Rad drehen, wenn er hört, dass seine geliebte Tochter verletzt ist oder so. Papa, ich bin's. Die Batterie von meinem Funkgerät war leer, es war nass geworden. Abgesehen davon geht's mir gut. Artyom und die Jungs sind hier. Anna, eines Tages werde ich wegen dir noch einen Herzinfarkt bekommen. Sobald du zurück bist, hast du Hausarrest, junge Dame. Bist du das? Danke, dass du bei der Suche nach Anna geholfen hast. Hilf jetzt, sie gnadenlos nach Hause zu schleifen. Es wird Zeit, dass ich mal ein Wörtchen mit der Göre rede. Stepan hat auch einen Anruf verdient. Er versucht, Zivilisten an Bord zu holen. Hier sind alle durchgedreht. Geh zurück und hilf Stepan, meinen Vater zu überzeugen. Wegen Katja und Nastja, ob sie mit uns reisen dürfen. Artyom, es geht mir schon besser. Wirklich. Artyom, ich habe mich noch gar nicht richtig dafür bedankt, dass du mich aus diesem dummen Keller geholt hast. Weißt du, ich hatte nicht einmal Angst, als ich stürzte. Weil ich wusste, dass du sowieso kommen und mich retten würdest. Danke, mein Liebling. Jetzt geh. Komm bald wieder und halte dich von den Hotspots fern. Oh, und wir haben ihn! Endlich! Artyom, alles klar bei dir? Gott sei Dank, du lebst. Gott, ich bin hier fast verrückt geworden. Endlich bist du erreichbar. Crest sagte, das Terminal hat dein Signal abgeschnitten. Wir konnten dich so lange nicht erreichen. Ich bin ja so erleichtert, Artyom. Sei doch still, Papa. Artyom hat da nun wirklich nicht gefaulen. Du hast es geschafft. Ich war krank vor Sorge, während du im Terminal warst. Ja, Max sagte, du hast den Schlafwagen mitgebracht. Du bist einfach der Beste. Tut mir leid, dass ich so viel rede, aber du hast mir gefehlt. Okay, zurück an die Arbeit. Verdammter Husten. Hab wohl zu viel Zeit auf der Deponie verbracht. Artyom. Wach auf, mein Schatz. Ist der schon auf? Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Wir sehen uns später. Na los, wach auf. Das hast du gut gemacht. Wir sind nicht mehr zu Hause, daher handeln wir besser so wie du. Ganz vorsichtig. Es sind ja nicht mehr viele Menschen übrig. Ich hoffe daher, dass wir eines Tages anderen vertrauen können, denn sie sind auch Menschen. Langweile ich dich? Tut mir leid, ich bin heute in philosophischer Stimmung. Bleib noch ein Weilchen hier, Artyom.
Das ist so schön. Ich wünschte, so könnte es ewig sein. Artyom, als du damals in Moskau auf diese Ruinen geklettert bist, mit deinem Funkgerät, hast du dir da überhaupt vorgestellt, wie unser Leben an der Oberfläche sein könnte? Ein Zuhause. Ein Ort, an dem man leben kann. Eine Holzhütte an einem Waldrand. Oder wie wäre es mit einem Bungalow an einer Küste? Obwohl es irgendwie schön ist, einfach irgendwo hinzufahren. Gemeinsam. Durch die verlassenen Bahnhöfe, die Ruinen, das Ödland. Insbesondere in unserem eigenen Privatabteil. Sind das nicht unsere Flitterwochen? Bestimmt sind sie das, wenn auch etwas spät. Bisher hatten wir allenfalls ein paar Flitter-Einsätze. Weißt du, ich habe mal mit Katja gesprochen. Jetzt sitze ich hier und denke an diese Brücke und die Leute dort. Wir haben 20 Jahre im Untergrund gehockt und sie nicht. Na und? Das sind nicht dieselben Menschen, die einst Städte, Flugzeuge und Raketen bauten. Sie sind wie wir in der Metro, nur noch entmutigter. Im Wesentlichen sind sie Sklaven. Wirklich. Sie arbeiten am Tag und beten in der Nacht, immer unter Beobachtung und Anleitung. Alles ist unter Kontrolle. Alles wird von der Allgemeinheit entschieden. Naja, ich meine von Silantius. Sie kennen nicht einmal Eigentum. Selbst ihre Socken gehören der Allgemeinheit. Sie sind so verblendet von seinen lächerlichen Lügen über Elektrizität. Natürlich lassen sich nicht alle so leicht zum Narren halten. Aber wenn sie es wagen zu zweifeln, müssen sie büßen. Einen elektrischen Dämon mit Gebeten und Kreuz exorzieren. Aber das gleicht einem Todesurteil. Wie kann eine Taschenlampe gefährlich sein? Oder ein Funkgerät? Aber nein, sie meiden alles. Sie verstecken sich und beten. Wie schafft man es nur, Menschen innerhalb weniger Jahre solch lächerlichen Müll glauben zu lassen? Menschen sind im Allgemeinen sehr leichtgläubig, was Lügen betrifft, nicht wahr? Solange diese Lügen bequem sind oder wenigstens vertraut. Nehmen wir mal uns in der Metro. Also gut, wir haben die Besatzungstruppen noch nicht getroffen. Wenn wir mal das Shirt außer Acht lassen, das ich an der Antenne fand. Katja und Crest haben sie auch nie gesehen. Aber vielleicht gibt es da draußen welche. Und wenn ja, dann haben sie uns zu Hause nicht einmal davon erzählt. Sie haben uns nicht gesagt, dass der Krieg noch nicht zu Ende ist. Sie haben uns nur glauben lassen, dass es außerhalb der Metro kein Leben gibt. Sie haben uns angelogen, pausenlos angelogen. Die ganze Zeit. Hatten sie gute Absichten vielleicht? Aber die Metro ist ein Schloss, das auf Lügen gebaut ist. Verdammt, bin ich wütend. Und bislang haben wir noch keinen einzigen Feind getroffen. Egal, wie weit wir gekommen sind. Ist das nicht merkwürdig? Aber Papa will davon nichts wissen. Bleib wachsam, seid vorsichtig, der Feind schläft nie. Du weißt, wie sehr ich meinen Vater liebe. Trotz allem. Aber was, wenn alles, was uns erzählt wurde, nur weitere Lügen sind? Ich hoffe, wir finden heraus, wie die Wahrheit aussieht, sobald wir Yamantau erreicht haben. Puh. Ja, ich fühle mich jetzt viel besser, nachdem ich dir das gesagt habe. Danke, dass du mir zugehört hast, Artyom. Lass uns hier einfach noch etwas sitzen bleiben. Schon gut, geh nur. Papa wollte irgendwas von dir. Wie in einem Märchen. Ein Prinz hat seine Prinzessin aus einem Verlies voller Monster gerettet und bringt sie nun in sein magisches Königreich, wo sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Meinst du, wir finden dieses Königreich am Ende? Aber solange ich bei dir bin, geht es mir überall gut. Glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben ist das Wichtige daran, was mich betrifft. Gehst du schon? Los, schnapp sie dir, Tiger.
Lass uns noch etwas so bleiben. Danke. Hast du wenigstens eine Ansprache vorbereitet? Sich beim Minister zu melden ist kein Spaß. Ach, geh mir nicht auf den Wecker. Ich hab die Nacht durchgearbeitet. Meinst du nicht, du solltest Atjom jetzt irgendwas sagen? Ja, du hattest recht, Atjom. Und ich nicht. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Wird schon schief gehen. Genosse Minister, Kommandant der Sondereinsatztruppe der Stadt Moskau, Oberst Miller, meldet sich zur Stelle. Ich möchte darum bitten, dass meine Leute vorübergehend mit Quartieren und Vorräten versorgt werden. Es befinden sich auch Frauen und Kinder unter uns. Unsere Kämpfer sind jedoch noch in Form und einsatzbereit. Frauen und Kinder? Gut, die hatten wir schon lange nicht. Wer sind sie? Sind die anderen? Alles läuft wie geplant. Alles ist gut. Bis jetzt. Bis jetzt? Ich verlange ein Treffen mit dem Verteidigungsminister. Sofort! Keine Sorge. Alles wird gut. Und sogar noch besser. Der Minister und der Anführer höchstpersönlich erwarten Sie zum Essen. Essen? Was zum Teufel? Wollen Sie mich verdammt nochmal verspotten? Halt die Klappe! Der Doktor spricht! Wo ist die Regierung? Antworten Sie! Hier, Herr Oberst, hier. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Ihr seid doch nur verdammte Kannibalen! Beruhigen Sie sich, sonst bekommen Sie noch Gelbsucht. Und glauben Sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Das Mädchen muss allerdings noch warten. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde meine Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, junge Dame. Machen Sie es wie der junge Mann. Er ist vor langem aufgewacht und hört auf, kluge Mensch. Du Scheißkerl! Lass mich los! Nicht einer wird entkommen! Kein einziger! Also, Herr Oberst, Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen Ihren übrigen Leuten im Zug, dass sie herkommen sollen. Es sei denn, Sie wollen, dass sie lange leiden, bevor sie serviert wird. Haben Sie verstanden? Und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation. Schade. Artyom, ich wusste es! Hinter dir! Es geht immer! Handle dich an Helden! Du wirst niemanden retten! Genau wie die anderen! Als
keine Bewegung. Ja, nur, lass bring mich nicht gehen. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Es gibt ein experimentelles Medik... Genug gelabert. Alles klar bei dir, Artyom? Oh, Gott sei Dank. Melden wir uns beim Oberst. Papa, ich bin's. Anna, geht's dir gut? Wo bist du? Im Krankenlager. Artyom hat mich gefunden. Gott sei Dank. Gut gemacht, Artyom. Wo gehen Sie jetzt hin? Am Ende des Gangs ist ein Aufzug. Er führt direkt in die Kommandozentrale. Auf geht's. Aber nicht so schnell. Ich muss etwas verschnaufen. Aber diese ganze Situation. Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolga zu sehen bekommen. Als diesen Selantius mit seinen verdammten Fanatikern. Aber nein. Wie es scheint, gibt es noch Luft nach oben. Wir hätten hier sterben können. Wären fast gefressen worden. Dieser Schweinehund. Unglaublich, dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Egal. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Immerhin haben wir sie überlebt. Ich hätte es mir nie vergeben. Es geht mir gut. Wer hätte das ahnen können? Wer hätte gedacht, dass diese Kreaturen hier seit 20 Jahren Menschen fressen? Ist das zu glauben? Es tut mir leid. Ich habe mich wie ein Grünschnabel verhalten. Ich sollte den Minister treffen. Die Täuschung hat mich selbstgefällig werden lassen. Ich habe vor diesen Ghulen sogar salutiert. Eine verschissene Arche. Diese Monster waren hergekommen wie die Beobachter in Moskau. Die halten die Leute dort mit ihrer Täuschung im Untergrund. Aber hier? Also gut, und was machen wir jetzt? Ich weiß es einfach nicht, Anna. Hast du etwas gefunden, Idiot? Luftabwehr, Hauptquartiere, alle Informationen sind überholt. Alle Verbindungen lange erloschen. Immerhin haben einige noch mehrere Jahre nach dem Krieg funktioniert. Was ist das da unten? Eine Caspian 1, eine Funkzentrale. So eine steht auch in Novosibirsk. Willst du uns jetzt in den nächsten Bunker zerren? Ich weiß es nicht, Anna. Wir müssen die Entscheidung gemeinsam treffen. Hast du alles geholt, was du konntest, Idiot? Wir brechen auf! Einen Moment, ich mache eben noch den Rest kaputt. Komm schon, komm schon! Okay, alles erledigt. Ich glaube nicht, dass du es so hättest sagen sollen, Anna. Es hat dieses Mal doch alles geklappt, oder? Geklappt hat es tatsächlich. Aber was ist, wenn es nächstes Mal nicht klappt? Da hast du natürlich recht. Wolltest du ewig leben? Natürlich nicht. Ein Grund mehr zu kämpfen und mehr von der Zeit, die mir noch bleibt, mit diesem Typen da zu verbringen. Er ist mir irgendwie ans Herz gewachsen.
Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Ein Auto! Artyom, ein Auto! Irgendwie will mir diese Begrüßung auch nicht gefallen. Auf geht's! Sie haben in diesem Dorf Halt gemacht. Anscheinend lebt da jemand. Ich verstehe. Wie läuft es bei den Männern, Demir? Stepan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Danke. Anna, du und Demir, kundschaftet die Gegend aus. Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Mit dem Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Anna, Demir, eine weitere Aufgabe. Sucht Wasser und Brennmaterial. Geht klar. Mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Verstanden. Sei nur vorsichtig, okay? Bis bald. Warte, Anna hier. Dr. Sand, ich bin in der Nähe des Hafens und beobachte die Hauptstraße. Hier tut sich was. Nichts Ernstes bislang, aber etwas Verstärkung wäre ganz gut. Verstanden, Anna. Ich halte deine Koordinaten an und dann sehr weiter. Alle mal zuhören. Der Baron wird jetzt reden. Nimmst du mich in die Stadt mit, ja? Komm, ich zeig dir was. Oh, dieser Staub wird noch mein Tod sein. Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Siehst du es? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest. Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Ah, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Verdammt, ich wünschte, ich könnte endlich den ganzen Sand abwaschen. Hoffentlich verlassen wir die Wüste bald. Wenn du zum Hafen willst, auf dem Dach gibt es eine praktische Seilrutsche. Sei vorsichtig da draußen, okay? Artyom, wir machen uns bereit zum Aufbruch, aber ich muss ständig an die Sklaven denken, die in dem zerlegten Schiff von den Banditen gefangen gehalten werden. Stell dir nur vor, wenn du ihnen nicht geholfen hättest, wären sie dort immer noch ohne Hoffnung eingesperrt. Danke dafür, dass du bist. Ich bin diesen Sand so leid. Ich kann es kaum erwarten, von hier zu verschwinden. Geh keine unnötigen Risiken ein. Ich brauche einen Ehemann, keinen toten Helden.
bist wieder zurück, Geliebter. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Ich störe nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. Danke, Stepan. Wir sind gleich da. Sollen wir gehen, Atjom? Oder noch etwas bleiben? Es ist so schön. Weißt du, Atjom, ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel. Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Und in seiner Abwesenheit begann sie auch zu trinken. Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser, war sehr verträumt. Weißt du, wie sie mich nannte? Einfach nur A. Sie drückte mich und sagte, eines Tages, A, werden wir beide nach Vladivostok gehen, meine Geburtsstadt. Und von dort zu einem Dorf an der Meeresküste. Ich war damals 5 und begriff nicht viel davon. Aber das Dorf an der Küste konnte ich mir lebhaft vorstellen, weil ich ihr glaubte. Und dann brachte sie sich um, trank irgendein Gift. Nach ihrem Tod hörte Vater auf zu trinken. Er schenkte mir nie viel Aufmerksamkeit. Aber da sie weg war, ließ er mich nie allein, nahm mich überall mit hin. Wir sprachen allerdings nur wenige Male miteinander. Ich hatte eine Puppe namens Shanna. Ich spielte immer, sie sei meine Tochter und wir würden zum Meer gehen. Vater versteckte sie irgendwann, sagte mir, sie sei verloren gegangen. Vermutlich wollte er nicht, dass ich unter Mutters Traum litt. Dann stellte ich mir vor, sie wäre groß geworden und nach Vladivostok gegangen. Und jetzt gehe ich. Nicht nach Vladivostok, aber mit dir. Der Traum ist wahr geworden. Übrigens habe ich mich immer gefragt, wovon Vater so träumt. Er müsste doch auch Träume haben. Was ist es wohl? Ein höherer Rang? Alles wäre möglich. Menschen retten? Was würden die Geretteten dann tun? Im Untergrund herumsitzen? Ich habe ihn nie verstanden. Auf was hofft er denn in seinem Leben? Was macht ihn glücklich? Vielleicht gar nichts. Er hatte nie wirklich Zeit, über das Morgen nachzudenken. Unten in der Metro kommen solche Gedanken nicht auf. Hier an der Oberfläche hingegen. Ich zum Beispiel möchte etwas Bestimmtes machen. Ich möchte barfuß durch den Sand laufen. Eine Sandburg für die Kinder bauen. Ich denke da an 2, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge wäre ein Abbild von dir. Wir würden schwimmen gehen. Die Berge hinter uns. Holzhäuschen am Strand. Die Sonne würde uns täglich begrüßen, wenn sie sich aus dem Meer erhebt. Dieser Hafen ist unser Ziel. Es lohnt sich, dorthin zu gehen, selbst wenn wir die halbe Welt durchqueren müssen. Jeder sollte ein Ziel haben. Ein Punkt auf der Karte, der ein erstrebenswertes Ziel ist. Ein Ort, an dem man endlich glücklich sein kann. Unsere Jungs haben alle ein eigenes Ziel. Wir sind aus der Metro ausgebrochen und jetzt zerstreuen wir uns. Natürlich nicht sofort. Zuerst sind wir noch gemeinsam unterwegs und suchen. Aber letztendlich wird jeder von uns einen solchen Punkt finden und dort bleiben. Ich weiß nicht, wohin es meinen Vater zieht. Auch weiß ich nicht, wohin es dich zieht, aber ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar sehr.
Los, Artyom. Ich ruhe mich noch etwas aus und komme später dazu. Was sagt man dazu? Wir sind gerade... Alles ist perfekt, Artyom. Folge uns. Das Essen wird kalt. Ich muss die Getränke werden warm. Was habe ich verpasst? Ist unglaublich. Du hättest sehen sollen, wie sie getanzt haben. Keine Sorge, du bekommst noch eine Gelegenheit. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ein halbes Jahr unterwegs und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben viel durchgemacht. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle! Ja! 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 Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan, Katja! Oh, Ringe! Stepan, Katja, sprecht mir nach. Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. In guten wie in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Krankheit und Gesundheit. Um dich zu lieben und ehren, bis der Tod uns scheidet. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gorko! Anna! Was ist denn? Was ist denn los? Seid vorsichtig, Leute! Anna, bitte haltet durch! Was ist denn los? Was ist denn, was Anna? Was ist das für ein Husten? Bitte, tu doch was! Drängt euch nicht um sie, lasst ihr Luft! Verdammt! Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby? In Yamantau, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte, ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Artyom, auf ein Wort. Mir geht's gut, Artyom. Geh, alles ist jetzt gut. Und? Wie lautet das Urteil der Jury? Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht.
Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Falls nötig, werden wir es für dich finden. Das klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach, komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yamantau gemacht. Obwohl es bestimmt nur der Sand und das Wüstenklima sind. Natürlich, daran wird es liegen. Genau das haben wir gerade besprochen. Also gut, ein Toast. Auf euch, Leute. Seid einfach fröhlich. Oh, ein guter Toast! Ja. Weißt du, Artyom, als ich das Foto des Pazifischen Ozeans fand, wusste ich irgendwie, dass wir am Ende dorthin gehen würden. All diese Flüsse, Berge und Wüsten, das ist es einfach nicht. Entweder Meer oder gar nichts. Ich hatte gedacht, wir könnten es schaffen. Ah ja. Ich weiß, ich werde dorthin kommen. Und wenn ich Hilfe brauche, wirst du für mich da sein. Du wirst mich noch einmal retten, nicht wahr? Atyam, bitte. Hör auf, dich selbst zu quälen. Es tut schon weh, dir zuzusehen. Dir und Papa auch. Es ist nicht dein Traum und nicht sein Glaube an die Besatzungstruppen. Das ist einfach nur Schicksal. Ein dummes Stück Stoff im Wind. Vergammelter Beton. Ein idiotisches Munitionsdepot. Artyom, du solltest gehen. Ich gebe dir eine Spritze. Lass dir ein bisschen schlafen. Ja, ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, Katja. Komm rein, Artyom. Sorgen machen muss. Ihr Puls ist kräftig. Sie ist nur erschöpft. Vermutlich wird sie bis morgen schlafen. Bald zurück. Dich zu sehen, wäre für sie die beste Medizin. Anna ist stark. Sie wird diesen Kampf gewinnen. Komm nur zurück. Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Novosibirsk. Einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird.
Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Artyom, Artyom. Na los, wach auf. Hast du es nicht gefunden, Liebling? Ist schon in Ordnung. Ich weiß, du hast es versucht. Ich warte auf dich. Ich möchte, dass du da bist, wenn... Du bist hier. So lieb. Vorsichtig. Er ist stark verstrahlt. An der Leiche des Obersts bekam ich nicht mal eine ordentliche Anzeige. Die Skala hat nicht gereicht. Halte durch, Artyom. Wir bringen dich wieder auf die Beine. Wie konnte das nur passieren? Konzentrier dich, Alter. Was machen wir jetzt? Sag schon! Wir müssen ihm so viel Blut wie möglich geben. Also eine Transfusion. Wird ihn das retten? Ja. Es wird ihn etwas länger am Leben halten. Solange es Blut gibt. Welche Blutgruppe hat er? AB-positiv. Dann können wir ihm jede Blutgruppe geben. Hol alle her! Nicht ein... Du darfst jetzt nicht schlafen! Ach, Hallöchen, Artyom. Wie wäre es mit einem Spaziergang? Im Untergrund ist es doch langweilig geworden. Mehr kannst du nicht spenden. Ah, er ist wach! Kannst du mich hören, Artyom? Wage es nicht, jetzt zu sterben. Bloß nicht! Du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Und Kinder! Also kämpfe dafür! Kämpfe! Warum hast du aufgehört? Wolltest du nicht immer nach draußen? Hast du nicht die Luftschleuse am Botanischen Garten geöffnet? Hier ist es viel besser.
Das ist nicht dein Ziel, Artyom. Du bist noch nicht da, nicht einmal annähernd. Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse. Nicht dein Ziel. Hörst du mich? Gib mir deine Hand. Oh, du glühst ja. Naja, ich hoffe, mein altes Blut stellt mit deinem Kopf etwas an. Na los, auf geht's. Also gut, mein Freund. Zeit, dass etwas Qualitätsblut in deinen Körper kommt. Damit bist du im Nu wieder auf den Beinen. Oder ich fress meine Schuhe. Weißt du, endlich habe ich das Gefühl, irgendwo hinzugehören. Ich bin kein Außenseiter mehr. Du hältst uns zusammen, Artyom. Du musst überleben, für uns alle. Lass uns zum Gipfel gehen. Hör mal, Artyom. Du hast eine Frau und musst mir dir Kinder zeugen. Und meine Verlobte ist noch immer in Moskau. Wir müssen in der Metro noch alles gerade rücken. Also wage es nicht, hier zu sterben. Sieh nur, Artyom. Der Baikalsee. Man möchte glauben, dass hier ein richtiges Leben möglich ist. Anders als in der Metro. Ich wollte nur sagen, dass du recht hattest, Artyom. Dass du uns rausholen, hierher bringen wolltest. Und ich, alter Narr, hatte einfach nur Angst. Angst vor dem Leben, wie ich jetzt begreife. Sieh mal, er lächelt. Er lächelt im Schlaf. Er scheint sogar etwas zu sagen. Es ist das Fieber. Er glüht förmlich. Diese Welt ist jeden Preis wert, Adler. Du warst immer bereit. Und ich hing zu sehr an meiner Stellung. In der Metro. Ich entschuldige mich für das, was Anna zugestoßen ist. Dafür, dass ich dir die Schuld gegeben habe. Hätte ich nicht allen etwas von den Besatzungstruppen erzählt, wäre sie dort nie gestürzt. Artyom, ich flehe dich an. Stirb nicht. Bitte bleib bei mir. Ich will dieses Leben nicht, wenn du nicht Teil davon bist. Hörst du mich? Sieh mich an, Artyom. Sieh mich an, bitte. Tja, wegen Anna. Du wirst auf sie aufpassen müssen, nachdem ich das nun nicht mehr kann. Es ist mir egal, ob ihr zum Meer geht. Hauptsache, du bleibst bei mir. Ich versuche, sie abzuhalten. Sie kann kaum selbst stehen, will ihm aber all ihr Blut geben. Wenigstens hat das Medikament geholfen. Es ist ein Wunder. Ich habe eine Tochter. Aber ich wollte auch immer einen Sohn. Einen richtig sturen. Genau wie ich. Wie du. Es gefällt mir hier wirklich gut. Es ist so sauber. Ich möchte hier bleiben. Für immer. Kannst du das bitte für mich arrangieren? Und das Wichtigste überhaupt. Meine Zeit ist abgelaufen, Artyom. Jetzt bist du an der Reihe. Führe sie an. Vergiss nicht, dass ich den Orden gegründet habe, um Menschen zu retten. Alle Menschen. Artyom, vergiss das nicht. Denn ich hatte es vergessen. Auf Wiedersehen, Kommandant. Zeit aufzuwachen. Na los, erhebe dich und glänze, mein Sohn. Das Fieber ist nah. Ich glaube, es geht ihm besser. Er braucht jetzt Hilfe. Du auch, Anna. Es gibt wieder Hoffnung.
Wir haben den Ort aus meinem Traum gefunden. Dieser Hügel am Ufer des Baikalsees, zu dem Miller mich mitgenommen hatte. Ein sauberer Ort. Genau wie er sagte. Alles ist hier sauber. Wir haben ein neues Zuhause gefunden. Am Fuß eines Hügels mit Blick auf einen See. Ein Zuhause, in dem unsere Kinder aufwachsen können. Die nicht in feuchten und dunklen Tunneln, sondern unter blauem Himmel und heller Sonne geboren werden. Meine Damen und Herren, als ranghöchster Offizier möchte ich vorschlagen, die Kommandantur des Ordens auf Artyom zu übertragen. Einstimmig angenommen. Also, wie lauten Ihre ersten Befehle, Herr Kommandant? Ich würde sagen, wir gehen alle nach Hause. Aber dieses Zuhause scheint für uns zu groß zu sein. Ihr wisst schon. Der Oberst sagte, er hat den Orden gegründet, um Menschen zu retten. Alle Menschen. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir diese Pflicht erfüllen.